Harry sagt Hallo und guten Abend. Ja, nochmal unterwegs. Wo geht's hin? In den Gran Chaparral. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Zentrum ein bisschen von außen an. Es ist ja eines der ältesten Zentren, aber ebenerdig auf zwei, also auf einer Anhöhe gibt es den zweiten Teil. Und ja, hier bekannt im Zentrum die Lokale, der Tiroler Stadel. Und dann gibt es ein Lokal, das ist schon, tja, ich glaube, das ist das älteste Lokal oder eines der ältesten Lokale oder Cafeteria Los Angeles hier in ganz Playa de Ingles. Ich glaube, das gibt es über 40 Jahre. Hier vorne wechseln ab und zu mal, hier gibt es jetzt einen Mexikaner. Dann Bar, dann gibt es eine Parapharmacia, das ist keine Apotheke, sieht verwechselnd ähnlich neben der Apotheke. Das heißt, hier ist die Apotheke und nebendran ist die Parapharmacia. Auch das Ärztezentrum hier gibt es immer noch, das ist ja ewig und drei Tage, wie man so schön sagt. Ja, und die typischen Geschäfte hier. Dann den Fahrradvermieter. Ich habe ihn auch schon erwähnt. Ich habe Gäste, die da auch gemietet haben, sehr zufrieden waren. Hatten ein Problem in den Bergen und waren unterwegs und der hat ihnen sehr gut geholfen. Bar Fiesta, hört sich gut an. Sushi und Cocktails. Big Beer 2,50. So, das ist das. Oh, ist zu vermieten. Die geben auf hier. Donnerstag geschlossen, aber trotzdem ist die Bar, also wie gesagt, heute zu. Aber die geben auf, die geben ab, wenn einer möchte. Ja, und dann hier der Claudine Bar Nightclub, wenn jemand dann abends noch was erleben möchte. Der ist dann hier richtig. So, und da ist der Claudine, ganz bekannt. Und hier ist der Bike 10 Mil. Also jetzt zu, klar, um die Uhrzeit. Ja, das ist jetzt nichts Überwältigendes, ist fest in holländischer, englischer Hand, würde ich sagen. Die Britannia Bar, die gibt es ja auch schon ewig, viele, viele Jahre. Aber dennoch gehen wir mal einmal hier rum. Drumherum und gehen dann mal hinten rum. Da ist nämlich die interessante Ecke, da gibt es viele Bars und die dann auch ja sehr gut besucht sind am Abend. Und dann gibt es auch, früher war ja hier ein ganz bekannter Flamenco-Laden. Und dieser Flamenco-Laden, der war bekannt, der hat sich abends um Mitternacht sozusagen gefüllt. Tauchgeschäft hier, Taucher. Kims Bar sieht aber auch ziemlich geschlossen aus hier. Indisches Essen, richtiges Indisch, authentisch, steht zumindest hier. Tracy's Bar, auch schon viele Jahre, glaube ich. Und hier war das Reisebüro früher. Hier war das Reisebüro, da ist noch der Schild. Hi. Irgendwie war das der Eingang hier vom Reisebüro. Hier habe ich meine Reise, meine erste nach Dominikanische gebucht. Ja, da ist auch richtig gut was los schon in dem Dart gibt es hier. Und das war das deutsche Restaurant bei Sarah und René, aber hat leider zu. Und hier ist das Henneken Café. Das ist ganz bekannt. Das ist schon, also über die Grenzen von Playa de Ingles hinaus bekannt. Henneken, da sitzen sie. Und hier vorne, hier war, wo jetzt der Holländer hier ist, belgisch-holländisches Café, da war das Flamenco, der Flamenco-Laden. Der war also richtig bekannt, berühmt. Habe ich auch mal eine Bekannte gehabt und wusste gar nicht, dass die Flamenco tanzen kann. Auf einmal ist die da auf die Bühne und hat da was aufs Parkett gelegt, das ich nur so geguckt habe.
Hier unser Keramikladen haben wir ja schon mal und da geht die Brücke dann rüber nach San Fernando. Ja, hier ist es abends mal zum Gläschen was trinken oder was essen. So, und das war jetzt die Runde und jetzt geht's hier vom Downtown, wie es hier heißt, geht es dann zum Tiroler Stadel. Alles fest in holländischer, belgischer Hand. So, und hier ist ja der Stadel. Ich glaube auch eines der ältesten Lokale hier. So, wir sind hier im Stadel und zwar im Tiroler Stadel und hier haben wir die beiden Chefs, sage ich ganz einfach mal. Und wir haben heute, du hast das Mikro funktioniert? Das funktioniert. Der Gerhard und der Lukas und ihr stellt euch jetzt nicht vor, sondern um was geht's denn? Es geht um das Tiroler Stadelfest. Halt es mal ein bisschen höher, jetzt haben wir das drauf. Ich hänge euch das Tiroler Stadelfest, erzähl mal, um was geht's da? Ja, da organisieren wir jedes Jahr für unsere ganzen Stammgäste und Freunde, die was gerne was erleben möchten in Tirol. Dann zeigen wir unseren Freunden und Gästen die schönsten Orte in Tirol, in Brixen im Tale. Und der Vater hat mir gesagt, was habt ihr da reserviert, einen Festplatz? Ja, da haben wir viel reserviert für viele Stammgäste. Wir machen es zum 20. Mal und das ist ein Jubiläum. Natürlich in Brixen im Tale, das ist bei Kitzbühel, nicht zu verwechseln mit Brixen im Südtirol. Ja, und da freuen wir uns natürlich auf unsere Stammgäste und natürlich kommen auch jedes Jahr neue dazu. Und das ist dieses Fest hier, Freunde. 20 Jahre Jubiläum für das Stadelfest in Brixental. Ja. Der 12. bis 18. August. 12. bis 18. August. Wer Lust und Liebe hat, kommt vorbei. Wir haben ein Riesenhighlight. Auch Marc Bircher, wir werden auch ein Open-Air-Konzert erleben. Und ist natürlich alles in dem Paket inbegriffen. Und gutes Essen, tolle Ausflüge machen wir. Wer, die schönsten Plätze. Wer organisiert? Organisiert Lukas und ich. Wir wunderbar. Das. Aber das ist nicht alles, es gibt noch was. Ja, da gibt es noch was. Sag mir doch mal, was es noch gibt. In Brixen meinst du? Oder nein. Das hier? Das. Oh, ja, da haben wir noch was Tolles. Wir fahren ja sogar auf dem Meer wieder eine schöne Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt ist im Juni, 15. bis 22. Juni. Da geht es bis runter nach Griechenland von Venedig aus. Und diese Highlights von den Musikanten, man sieht sie ja hier, die Junge Wallensteiner, Ingo Rutter vom Radio, Marc Bircher, Markus Spiegel, die Stadelmusikanten sind mit dabei, Marion Christoph sind mit dabei, die Grand Prix-Sieger. Das sind alles Leute, die habt ihr alle schon mal gesehen im Fernsehen. Im Fernsehen. Ja, und wann? Die sind alle mit dabei. Datum, ganz wichtig. Datum, 15. bis 22. Juni 24. Sind noch Plätze frei? Ein paar Plätze haben wir noch. Ja, nicht mehr so viele, nicht mehr. Wir sind schon eine ganz große, schöne Familie. Und ja, die Zahl sagen wir jetzt mal nicht, weil das ist schon ein kleines Dorf, was wir mitnehmen. So, und organisiert ihr beiden und die ganze Werbung macht der Lukas, schickst du mir die Sachen, ich hänge sie mit ran und ich sage vielen Dank und ich hoffe, dass viele, viele Leute dann mit dabei sind aus allen Teilen der Welt. Dankeschön. Alles klar. Dank. Danke. Dankeschön. Tschüss. Oh, danke. Tschüss.